Beschichtungen und Kaschierung, Schneide- und Wickeltechnik, Kontroll-, Mess- und Prüfgeräte. Die Eis in München ist alle 2 Jahre der Treffpunkt der Converting-Industrie. Auf der Eis treffen wir Kunden mit spezifischen Projekten, mit spezifischen Maschinenanforderungen. Das ist sehr interessant für uns. Ich komme aus den USA und ich bin positiv überrascht, dass hier so viele Menschen aus den Vereinigten Staaten sind. Sonst war es für uns immer eine sehr europäische Messe, wenn auch eine sehr starke Messe. Viele Menschen aus Deutschland, was einer unserer Hauptmärkte ist, aber auch einige aus Osteuropa, wo wir auch viele Kunden haben, von denen wir in den letzten Tagen viele getroffen und über viele Projekte gesprochen haben. Das ist natürlich sehr schön. Wir sind sehr zufrieden, da wir viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben viele gute Gespräche geführt und ich bin mir sicher, dass wir auf dieser Messe viele neue Kunden gewinnen werden. Es stimmt einfach alles. Man findet hier keine Menschen, die nicht wissen, wonach sie suchen, sondern man trifft Entscheider, wichtige Menschen. Man spricht mit Menschen, die wirklich wissen, wonach sie suchen. Sie wissen, dass sie alles auf dieser Messe finden, wenn sie nach spezifischen Converting-Produkten suchen. In der Converting-Industrie können sie das hier in dieser Exhibition finden. 429 Aussteller aus 28 Ländern, 11.000 Quadratmeter Nettoausstellungsfläche, 6.850 Besucher aus 68 Ländern. Auf der Eis Europe treffen sich Converting-Spezialisten aus der ganzen Welt. Vor allem die hohe Fachkompetenz und die Internationalität der Messe macht die Eis so erfolgreich. Nein, um natürlich auch mal den Tellerrand rauszuschauen, was denn alles so machbar ist und was es dann im Prinzip Neues auf dem Markt gibt. Wir agieren in Polen und vertreten einige Kunden von hier. Wir sind hier, um sie und unsere Kunden zu treffen. Die Idee von solcher Messe ist einfach marktdynamisch. Was gibt es auf dem Markt? Wie kann man heutige Produkte also noch verbessern? Also Qualität insbesondere ist wichtig bei uns und auch für unsere Kunden. Das Besondere an der Eis ist, dass man hier alle Lieferanten auf einem Haufen hat und sich die Lieferantentermine nicht nach Hause ins Unternehmen holen muss. Premiere auf der Eis 2017. Zum ersten Mal wurden die Eis Europe Awards verliehen. Die Preise gingen an 4 Ausstellerfirmen für Best Practice, technische Spitzenleistungen und besondere Innovationen in der Converting-Industrie. Die Eis Europe in München. Auch bei der 10. Jubiläumsausgabe ein voller Erfolg. We're very proud to celebrate the 10th edition, so 20 years. Wir sind sehr stolz, die 10. Messe feiern zu können, also 20 Jahre Eis. Wir hatten 3 ausgezeichnete Tage hier auf der Messe und die Menschen schätzen die fachliche Natur der Messe sehr, mit besonderem Fokus auf Converting. Die 10. internationale Fachmesse für die Veredelung und Verarbeitung von Papier, Filmfolie und Fließstoffen, die Eis Europe. 2019 wieder in München vom 12. bis zum 14. März.